Es leuchtet, es zischt und ein Gummibärchen geht in die Luft. Dieses Experiment führt Azubi Baric 22 Schülerinnen beim Girls Day beim Unternehmen Vetter in Ravensburg vor. Sie alle haben sich aus Interesse an Chemie und Pharmazeutik für den Aktionstag angemeldet. Hier züchten sie zum Beispiel einen chemischen Garten. Dabei wachsen sozusagen verschiedene bunt gefärbte Salze im Wasser in die Höhe. Bei diesem Experiment dabei ist auch Mona mit zwei Klassenkameradinnen. Sie möchten eine Ausbildung finden, die Spaß macht. Angeleitet werden die Mädchen im Labor von Viola Hinz. Sie findet es gut, dass die Schülerinnen in dieses Berufsfeld reinschnuppern. Egal, ob es pflegerisch ist oder Naturwissenschaft oder Technik, aber wenn sie halt schon gar nicht in die technischen Berufe reingeht, also nicht mal irgendwie ein bisschen schnuppern oder angucken, weil sie gleich die Vorurteile haben, dann können sie das ja gar nicht wissen, ob es in denen nicht vielleicht doch Spaß macht. Mona und ihre Freundinnen wissen noch nicht genau, was sie einmal werden wollen. Eine Ausbildung zur Chemielaborantin ziehen sie jetzt aber in Betracht. Heute findet aber nicht nur ein Aktionstag für Mädels statt. Für die Jungs gibt's parallel den Boys Day. Der 14-jährige Patrick ist heute der Star in der Tuttlinger Kindertagesstätte Haus der Familie. Männlicher Erzieher, eine echte Seltenheit. Patrick hat sich bewusst dazu entschieden, beim Boys Day mitzumachen. Ich wollte mal einfach mal wissen, wie es hier als Erzieher aussieht und es macht mir bis jetzt auch sehr viel Spaß und ja, mal schauen, was noch auf mich zukommt heute. Die Kindertagesstätte bietet jedes Jahr Boys Day Plätze an. Allerdings gibt es bisher noch keine männlichen Erzieher in den städtischen Kindergärten in Tuttlingen. Sehr zum Bedauern von Sabrina Papst, Leiterin im Haus der Familie. Allein die Kinder zeigen es ihnen ja schon, wie wichtig sie eigentlich sind, wie gerne man sie hier hat und so. Es ist einfach auch wichtig, dass andere Fähigkeiten, was jetzt, sage ich mal, Frauen haben, hier mit reinzubringen. Wir brauchen die Männer, sie bringen andere Fähigkeiten, andere Interessen mit und können die Kinder anders begeistern. Scheint ganz so, als gäbe es in der Berufswelt noch viele Stereotype. Aber wie empfinden das die Menschen? Wir haben uns mal in Wangen umgehört. Bei uns ist das finanziell noch nicht ganz abgeglichen, Frauen, Männer, aber grundsätzlich, die Frau kann alles. Ich meine, es gibt viele Mädchen oder Frauen, die sich auch für Sachen interessieren, die eigentlich normalerweise Jungs gerne machen. Und auch andersrum. Ja, das ist definitiv gut so. Ich wollte früher technischer Zeichner werden. Hat dann aber nicht geklappt. Nee, weil alle gesagt haben, du musst feilen und musst solche Sachen halt machen. Auch wenn sie typische Männerberufe nehmen, als Lehrling zum Beispiel, so Kfz-Mechaniker und sowas, finde ich gut. Ich will auch Maschinenbau studieren wahrscheinlich und deswegen finde ich schon toll, dass man sowas macht. Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Girls und Boys Day geben und vielleicht findet ja der ein oder andere einen Berufszweig für sich, an den er oder sie bisher eben noch nicht gedacht hat.